das merkwürdig, weil die gearbeitet wird. Und dann ist Freundschaft eine der größten Pflege soziale Arbeit, die ich ganz gegen so vorhaben. Wir kommen jetzt zu den Vereinen. Dann kommen wir zu den Vereinen geschwungen. Der Gartenfreund in Schwerin. Die ersten drei Gärten in Schwerin entstanden aufgrund eines Magisterratsbeschlusses von 1848. Im Jahr 1907 begann das organisierte Kleingartenwesen in der Stadt. 1959 wurde der KKSK, der Verband der Kleingärten, Niederlande gegründet. Und 1990 bildete hier auch ein Kreisverband der Gartenfreunde Schwerin e.V. Und da sehen Sie die Gartenfreunde. Das muss doch schwer sein, da geht es ja heute in den Garten zu sein. Ah, wir gehen noch hinauf wieder. Nein, so ein Testdruck geht es noch in den Empfehlungen von 850 Jahren weiter. Das ist noch einmal gewesen. Kaputte Arbeit, da haben wir schon Stoff gegeben müssen. Oh, aber ich hätte ein Mittel. Wir hoffen, es halt schade. Wie soll man denn helfen? Die Haie. Und was meint ihr, wird ein gutes Jahr? Das war der Fall, das war. Das war ein schöner Satz, ohne zu lächeln, ist der Wettbewerb. So kann man sagen, ja? So kann man dafür sorgen, dass man die Leckerei noch mal auf den Markt kann, wenn man noch mal lieber aufnimmt. Hier kommt der Ortsmeier Tittendorf. Die Tittendorfer Bauten und Festwagen selbst, da will ich ja diese Stelle noch mal vorheben. Dargestellt wird in 3 Meter die Entwicklung des Kaiserhofes zur Badewanne der Stadt. Eine Fachwerkschaufel, die Armeile und die Entwicklung. Wir haben hier den Das ist natürlich.
richtig schönes, historisches Fahrzeug gefunden. So sah dann das Sportwagen aus. Ja, die Zeichen ändern sich, aber Schuppenwege sind unser Vorrang restauriert. Wenn wir in diesem Wagen in die Tour fahren, dann müssen wir ohne Patrone abfahren. Dahinter noch ein alter Audi. Dann noch ein Opel. Ja, da würde der Mann einer der Weißwasserbrenner. So ein alten Porsche, natürlich. Dagegen sind wir heute in den T4 und T5 dort vorne. So in den Urlaub zu fahren, das macht doch einfach Spaß. Und dann noch einmal das Ventil ist verhörtet.